Moin Freunde. Schaut das Video bitte bis zum Ende. Dort könnt ihr sehen, wie mich live Linus mit über 2000 Zuschauern redet. Also hol dir etwas Popcorn und lehn dich zurück. Wenn du mehr davon sehen willst, abonniere super gerne den Kanal und gebe dem Video einen Daumen nach oben. Viel Spaß. Ich habe eine ganz kurze Frage. Seid ihr Mädchen, die Digger sagen? Nee. Okay, warum? Weil ich das nicht mag. Er meint, glaube ich, so diese Kennex, ne? Ja, diese Dilaras. Ja. Wie heißt ihr? Ich, Maria. Ich dachte, jetzt heißt eine von euch Dilara. Nein. Das wäre geil gewesen. Was seid ihr, was ist die Rechte von Landsmann? Landsmann? Rechts. Rechts. Was ist von dir aus? Ist egal, sagt einfach beide. Afghanen. Beide? Ja. Ja, dann ist doch scheißegal, welcher. Warum trotzdem, aber du hast rechts gesagt. Ja. Weil ich finde, bei der Schwarzhaarigen sieht man ein bisschen mehr. Ich finde, die Linke könnte auch so eine stark geschminkte Asiatin sein. Die? Ja. Warte, ihr kommt auf, eure Eltern kommen aus Afghanistan quasi. Ja. Ist das nicht gerade übel, dieses Kriegland? Ja. Von wem wurde es eingenommen? Taliban. Ist nicht eure Familie gerade übel pisst? Oder juckt euch das nicht mehr so? Aber ihr habt keine Familie mehr da, oder? Doch. Ja. Aber das ist so Vaterseite und. Ach so, und die ist scheißegal. Nein, die ist unwichtig. Was? Ja. Kannst du bitte nicht so Disco bei dir im Zimmer machen? Ja, okay, warte, ich muss nur kurz mein Fenster zumachen, mein Dachfenster. Ah ja, warte ganz kurz. Ja, warte, ich muss noch ganz kurz meinen Helikopter vom Dach starten. Ja, alles gut. GTA? Nein, meinen privaten. Ach so, ich dachte, du machst es am Handy. Ich dachte, sie macht das am Handy. Nein. Ich dachte, du hast eine App dafür. Nein. Deswegen habe ich das auch mit dem Helikopter gesagt. Weil ich dachte, du wolltest übel flexen. Ich wurde geskippt. Von wem? Von einem extrem gut aussehenden Mädchen. Ja, bei mir passiert... Ja, habt ihr ein paar Tipps für mich, was ich machen muss? Ja, du machst so, stopp. Ja? Und dann, also du sagst stopp, dann bleiben wir erstmal dran, ja? Ja. Okay, und dann musst du ja was sagen. Ja. Ja, und was? Irgendwas, was du gut findest oder so. Das heißt, wenn ich dann sage, ich finde Eistee Pfirsich extrem geil. Nein, nicht das. Du sagst Hallo? Nein, du siehst gut aus. Eistee Peach. Eistee Peach. Ich mag nicht nur den Peach in der Eistee, sondern auch dein Peach. Du siehst cool aus. Ich habe die ganze Zeit jemanden gesucht, der so aussieht, als könnte man sich mit dem jetzt 3 Stunden unterhalten. Können wir machen. Bist du dabei? Okay, ja. Dann erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie läuft's bei dir mit dem Girls? Ja, okay. Ist deine Freundin? Ja. Seid ihr gerade am FaceTime? Ja. Und sagst, es ist zu langweilig, dass ich musste nebenbei auf Ome gehen. Ich sag dazu. Nein, du sollst jetzt sagen, was du zockst. Ach so, aber das darf man mit 12 oder was? Nö. da ist man nie zu jung für. Sag ehrlich, warst du schon mal im Stripclub? Hier? Ja, nee, ja, da. Ich glaub, wenn wir mit dem Ende wäre ein bisschen komisch. Da hört sie mich. Ja. Sie soll mal A sagen, wenn sie mich hört. Ich will deine Frisur sehen. Zeig uns deine Frisur. Nein, Digga, oh nein. Frisur hat der Kaffee. Dass du Seiten auf
Seiten auf Kontostand. Zeig die Seiten. Zeig die Seiten. Ach so. Ist ja nicht mal Kontostand, ist ja langweilig. Okay, komm, Foto. Lad mal Video hoch. Ja, es willst du drin sein? Ja. Aber dann musst du lustig sein. Da musst du was Cooles können. Digga, was soll ich denn machen? Ich kann nichts. Du könntest deiner Freundin jetzt einen Heiratsantrag machen. Ich glaube später, so mit 16, 17, wirst du auf richtig viele Partys eingeladen und jeder wird mit dir versaufen wollen. Was ist das? Meine Mutter ist gerade da. Hallo. Ich bin gerade live auf YouTube. Ach so, okay. Ja. Mama, die Tür wieder zu. Nee, du gehst jetzt. Ja, gleich. Klar. Nein, geh mal. Morgen ist Schule. Ja, tschüss. Ja. Ich hab das mit dem Feuer da. Aber das ist der Account von meinem Vater. Okay. Uwe, jetzt wissen wir deinen Nachnamen, Junge. Junge, er liegt einfach alles von sich. Ich kenne aber deinen ganzen. Ich bin einer drei Uwe, Digga. gibt's nicht. Ist es dieser Uwe? Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei? Das ist der? No, und ich bin auch dabei. Mobst du, kennt dein Vater das Meme? Ich bin Familie-Fan. Hast du... Ist deine Mom wieder im Zimmer? Und sie... Du hast mich nicht gerade mit deinen Strubbelhahn gezeigt, nein. Ich weiß nicht, ob du bist jetzt in einem TikTok-Video. Mit Strubbelhahn und Schlaf. Ich stirb wieder, ich erst. Abbruch. Ich schwitze am ganzen Körper. Ich glaube, das war die peinlichste Situation in meinem ganzen Leben. Weißt du, was ich mich gerade frage? Was deine Mom sich gerade denkt, was du hier machst? Ich warte nur darauf, bis dein Dad gleich reinkommt. Bis der Uwe reinkommt. Uwe! Ich bin der Uwe! Es ist vorbei mit Internet! Jetzt geht's in die Haier! Wo ist die Schule? Ich bin der Uwe! Der gleiche steht vor der Kamera und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei! Digga, ich glaube, ich wusste von Anfang an, dass du eine geile Socke bist. Das wusste ich von Anfang an. Nachdem ich deinen Hut und deine Hamsterbäckchen gesehen habe, wusste ich, das ist eine geile Socke. Ich bin der Uwe, ich bin der Uwe. Auf einmal, mein Vater kommt rein. Er hat es genau so angehört. Das ist gerade nicht passiert. Das ist gerade nicht passiert. Nein. Ich sehe nur, die Tür geht offen auf einmal. Das ist gerade nicht passiert. Das ist nicht gerade genauso passiert, oder? Das ist... Nein. Einmal. Nein. Wir müssen uns jetzt nochmal bemühen. Wir müssen jetzt nochmal.
gucken. Hallo, bitte rede mit mir. Was willst du? Ey, ich hab... Jetzt pass auf. Das ist okay, wenn ich meine Sonnenbrille aufpasse. Ich muss hier... Sonnenbrille schützt deine Identität. Kennst du mich noch? Das ist jetzt meine erstmal. Kennst du mich noch? Weiß ich nicht. Du kommst mir ein bisschen bekannt vor. Ey, du hast mal meinen Stream geschaut, aber du, keine Ahnung. Du hast den Schnee und du warst nicht im Chat. Nein, du musst dir vorstellen. Ich habe mein ganzes Leben ein Ziel verfolgt. Ich habe, genauso wie du gesagt hast, mit den 100.000 Abonnenten-Button. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, um dieses eine Ziel zu erreichen, wie bei dir die 100.000 ist. Du hast trotzdem das Ziel nicht erreicht. Und ich habe es gerade genau in dem Moment erreicht. Jetzt gerade? Ja, ich habe dich getroffen. Ach so. Hey, super, hey, das freut mich, dass ich deinen Lebenstraum erfüllen kann. Du glaubst gar nicht, wie mein ganzer Chat ist gerade komplett am Ausrasten. Ich habe dich gerade 5-mal geskippt davor. Hast du nicht? Hast du wirklich nicht? Nicht? Aber sonst immer. Ich habe ein Video gemacht und da steht so ganz groß... Du bist das, auch von TikTok, dieser Typ. Hey, kennst du dich? Sag doch, du kennst mich. Hast du einen guten Anmachspruch für mich? Also, nee, das ist mir gerade zu viel. Nee, aber... Mir geht's gut, dir? Wie geht's dir? Habe ich gefragt. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe gefragt, wie es dir geht. Was soll ich sagen? Hä? Na, die Antwort darauf. Ich habe nicht gefragt, wie du aussiehst, sondern wie es dir geht. Der kommt immer gut, weißt du? Wenn du so auch im Chat mal so... Ach so, hey, das war jetzt der Anmachspruch. Ja, ne, okay. Ja, den habe ich ein bisschen zu lang gezögert, aber. Warte kurz, bin gerade aggressiv. Was passiert? Unterhalt mal kurz meine Leute. Ey, Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream. Ich hoffe, du hast ja, dein Mod heißt Marco, ne? Den müsst ihr immer, wenn der im Chat ist, dann beleidigt den. Dann schreibt dem, weil ich kenne den leider. Und dann müsst ihr immer nicht böse beleidigen. Nicht so, dass ihr gebannt werdet dafür. Aber so ein bisschen reinsticheln. So ein bisschen einfach. Ja, genau. Und wenn Live Linus dann irgendwann offline ist, dann geht ihr alle zu Clash Talks rüber. Und dann. Ja, das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, ich bin halt abgefuckt jetzt. Nee, alles gut. Es ist monatelang war nichts. Und jetzt kommen irgendwelche hässlichen Opfer. Ich dachte, du hast erst mal ein Bierchen geholt jetzt. Ja, das ist auch gut. Ach so. Ah, das hältst du die Scheiße hier aber auch nicht aus. Ja, Digga, ich bin so oft gesperrt schon auf dieser Plattform. Ey, aber du lebst doch deinen Traum. Also, wenn du dich darüber beschwerst, dann kannst du... Ich lebe meinen Traum. Ach, Digga, TikTok ist mir so egal. Nein, ich fühlt sich einfach cool an, wenn man ein paar virale Videos hat. Es geht doch nicht um TikTok, allgemein. Oh ja. Es ist ja auch immer so, dass, also jetzt zum Beispiel bei mir sind es 5.000 YouTube-Follower, ist für mich geisteskrank gefühlt ein Jahr durchhasseln und das dann auf TikTok habe ich jetzt einfach in... Ah, wie er sich runterspielt, er hat 5.600. Nein, ist nicht viel. Also jetzt sagen wir mal im Vergleich zu dir. Doch, ist gut. Ey, für mich ist es auch cool, aber dann musst du dir vorstellen... Lass dich nicht mit anderen vergleichen, Bruder. Du musst ja deine Ziele hochstecken und dann gibt es ja sowas wie Vorbilder und an denen orientiert man sich. Nee, du darfst dich nicht mit anderen vergleichen. Nein, will ich gar nicht. Ich gucke auch gar keine Ome-TV-Videos oder so. Ich habe Live Linus auf Ome-TV getroffen. Was ist denn das für ein Titel? Sag ich doch, ich habe dich getroffen. Wieso hast du mich gefunden? Du hast schon mal meinen Stream geschaut, aber du hast mich vergessen. Ist okay, ey. Alles gut. Wir haben... ist kein Problem. Ich bin wie so das Nachbarkind, mit dem man nicht spielen will. Hallo? Ey, doch, das Video habe ich gesehen auf TikTok. Hast du gesehen? Das hat... Das habe ich ehrlich gesehen. Soll ich schauen, wie viele Aufrufe das hat? Ich sag 300. Deswegen, ich verstehe es nicht. Doch, ich gucke immer so meine Markierungen durch und so. Habe ich dich markiert, ja, ne? Ja, na, hoffe ich doch mal. Nein, natürlich. Dann ist es ja nicht gesehen. Super Typ. Nee, aber, oder, keine Ahnung, wenn ich weiß, so,
die Leute haben mir was, haben mir geholfen so und dann bin ich halt korrekt zu denen so und gebe denen auch mal was aus, weil die mir halt geholfen haben oder so. Das ist halt wichtig. Ey. Man darf halt nicht zu leicht mit so Sachen umgehen. Ey Jungs, geht mal zu Linus rüber. Ja, Jungs. Nein, alles gut. Nee. Ey, aber no joke, ich will dich jetzt nicht aufhalten, ne? Alles cool. Ey, du kannst. Gut, das Ding ist, ich werde jetzt eher auf Twitch rübergehen, weil ich nicht mehr so Bock auf Oma habe jetzt. Auf Twitch? Ja, noch ein bisschen chillig. Also Jungs und Mädels, wenn ihr noch Oma schauen wollt. Nee. Twitch, ey, wie viel Zuschauer hast du gerade, Linus? Ja, noch 2000. Also wenn ihr noch ein bisschen Oma weiterschauen wollt, könnt ihr gerne zu ihm rübergehen. Am Sonntag seht ihr dann, wie der Stream mit durchschnittlich 200 Zuschauern weiterging. Danke fürs Zuschauen. Jeder ballert bitte ein dickes Herz für Linus in die Kommentare.